nur den Bollo. So, Tag Nummer 3. Guten Morgen, gesagt. Guten Morgen. Guten Morgen. Heute hat er ohne Kamera dabei. Eieieiei. Noch mehr Kameras. Das wird ja der Wahnsinn. Ja, was haben wir heute? Heute haben wir Totenmittwoch, ne? Totenmittwoch. Nicht Aschermittwoch, Birke noch? Totenmittwoch. Lebt die Birke für heute Mittag noch? Auch tot. Deswegen, ja. Heute ist Totenmittwoch. Also wir haben hier etliche tote Kiefern wegzunehmen. 5 oder 6 Stück waren es jetzt, ne? 5 oder 6? 4. 6 Stück. 4? Nee. 6 Stück, warte. 6 und 3 da hinten. Ja. Genau, eine tote Kirsche ist auch noch dabei, wo wir schon bei tot sind. Zeigen wir euch gleich mal, dann können wir selber noch mal zählen. Also mit Mathe hatten wir es nicht so, deswegen sind wir ja Baumpfleger geworden. Und gerade bei tot warst, hast du mich jetzt auch auf dem Foto gehabt? Oh, mein Schuh ist offen. So schön dabei sind. Pietschenkiefer Nummer 1. Ich weiß ja nicht, ob die überhaupt zu sehen ist hier auf dem Foto. Die ist so dünn, die fällt ja nicht auf. So. Nummer 2. Wieder schön gegen Licht. Dann drehen wir uns mal einfach mal um, dann haben wir das Problem nicht. Das können wir gut. Dumm durch die Gegend latschen. So. Kiefer Nummer 2, die können wir hier hinlegen. Nehmen wir ein Zaunfeld raus. Ja? Kommt er da rein. So, hier in der Pampa haben wir Nummer 3. So, hinten wird gerade schon die Kirsche platt gemacht. Die können wir auch umschmeißen. So, hier haben wir Nummer 4. Das ist schon etwas größerer Brocken, oder wäre ich auch einen Großteil der Krone hier rinnageln können. Nummer 5 liegt hier schon im Ahorn drin. Da haben wir uns jetzt aber auch eine sehr einfache Variante ausgesucht, wie wir den wegnehmen werden. Wir werden den über den Ahorn runterziehen, beziehungsweise in die Kiefer dahinter kurz einbinden und dann unten abschneiden. Ursprünglicher Plan war, den erstmal rauszuwinschen, aber dadurch, dass der hier unten schon rausgebrochen ist, werdet ihr jetzt auf jeden Fall aufwendig, machbar, kein Thema. Aber es geht ja um Kosten-Nutzen und die Kamera ist dreckig. Heißt also, ich hätte jetzt theoretisch auch wie ein Trapez bauen können über die Kiefer und die Sunde hinter der anderen Toten. Bevor wir jetzt aber in die drei Bäume alles eingebaut haben, ist es wahrscheinlich schneller, wenn ich die Kiefer da hinten nehme, zum oben einsichern, den ausputze, dass der den Ahorn hier in Ruhe lässt und beim Runterkommen sozusagen nicht beschädigen kann. Und dann ist es fertig. Ein Baum gegen drei Bäume. Da ist die Rechnung klar. Vor allem, oh, das hat geknallt. Vor allem, weil wir danach noch eine schöne tote Birke auf dem Programm haben auf dem Rückweg. Und wir sind heute nicht gerade in der Nähe. Wir hatten jetzt 1,5 Stunden Fahrtweg bis hierher. Da muss das alles ein bisschen zügig gehen, weil sonst lohnt sich der Weg nicht. Wir fangen einfach an. Wie immer. Einfach anfangen. Dafür wird es reichen.
sind die noch? Mhm. Meine? Ja. Dann könnt ihr von unten anfangen, das Ding aufzuschneiden. Dann lege ich mich hier erstmal aus dem Weg, weil die ganze Krone ist hier genau schräg über mir. Das heißt, da wird er auf jeden Fall erstmal rüberfallen. Ich muss zusehen, dass ich hier erstmal wegkomme, dass wir erstmal sehen, wo das Ding hindreht. Ja, bin ich auch weit noch weg vom Baum. Ja? Das ist ja gut. Oh.
Hallo. Hallo. Sieht man ja nichts, ne? Irgendwann. So, der letzte Kandidat. So, Projekt Nummer 2. Nach den toten Kiefern ist die tote Birke. Da ist sie. Der übliche Satz, die kommt nochmal. Wird wohl hier nicht zutreffen. Ne, die ist wirklich hin. Steht hier ein bisschen zwischen den Gebäuden. Von daher ablassen, aber denke ja gar nicht viel dran. Ist ja eigentlich nur ein Spürer, Kumpel. Von daher sollten wir das hinkriegen. Does perfect.